Kokochi! Liebe Anime-Bros! Irgendwie fühlt sich hier anders an als sonst. Ist so? Nee, hast du was verstellt? Kann es sein, dass du die Kamera falsch eingestellt hast? Die Dose steht weiter links als rechts. Die Dose ist... Nee, Pikachu, Pikachu! War das mit dieser Samen vorhin? Wo kommt der denn jetzt her? Was ist das eigentlich? Ah, ich glaube, ich weiß... ja, hier! Das war echt das schlechteste Intro, das wir je gemacht haben. Was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Brandheiß, brandaktuell und nur für euch. Wie ihr seht, fallen uns gar keine Ideen mehr ein, deshalb werden wir nur noch alle Videos immer neu machen. Teil 2, Teil 2, Teil 2, Teil 2. Wird es auch bald einen Teil 2 Mitbewohner geben? Mitbewohnerin. Hätte er wohl gern. Ja. Das heißt, aber für die unter euch, die zum ersten Mal die Sieben... Geht du. Er versucht wenigstens. Er meinte wahrscheinlich damit, für die zum ersten Mal die 7-Sekunden-Challenge einschalten. Das hat nichts mit unserem sexuellen Orgasmen zu tun. Wegen 7-Sekunden-Challenge? Ja. Ach so. Jetzt verstehst du es. Oh mein Gott, und da ist was dran sogar. Ich wünschte, da wäre was drin. Was? Wir stellen uns gleich gegenseitig 7 Sekunden eines Anime vor und der andere muss anhand nur von dem Sound das Anime erraten, von welchem Anime das wirklich ist. Ihr könnt natürlich wie immer mitspielen und so, dann müsst ihr aber euer Handy wegdrehen, weil ihr könnt im Hintergrund dann sehen, was läuft. Was ist Strafe? Ich glaube, die Leute gucken die Videos eh nur so mit Sound. Ich glaube nicht, dass sie uns geben können. Ich glaube, die lassen einfach jemand anderen drüber laufen. Die Strafe? Was ist Strafe? Die Strafe ist gut, Mann. Die Strafe ist gut. Ich habe mich ja öffentlich so viel blamiert für euch, Leute. Der Verlierer versucht eine Nummer zu klären. Passanten eine Nummer klären. Passanten eine Nummer klären. Wo ist der Haken? Ich kenne dein Gesicht. Wieso? Doch. Wieso? Ich kenne dieses Nasenloch. Ich mache Nasenloch. Ich kenne es doch. Irgendwo ist hier noch falsch. Mit Ketchup im Mund. Halt dein Maul, wie der letzte Mal. Im Maid-Kostüm. Im Maid-Kostüm. Oh, wieso, Junge? Wer kommt auf sowas? Bro, du hast die ganzen Kostüme. Wer kommt auf solche Ideen? Sag mal ganz ehrlich. Ein Mann, hast du für gebraucht? Der keine Freunde hat. Auch niemand kriegst, wahrscheinlich, nach diesen Ideen. Können wir einfach loslegen, weil diese Erniedrigung, die. Du weißt eh, dass du eh am die Strafe machst. Die fetten die Videos. Du wirst immer die Strafen machen. Ich mach die nie. Manchmal fake mir schon ein bisschen was, weil einfach um die Spannung aufrechtzuhalten, ist manchmal ein bisschen fake. Aber an der Stelle, aber auch wirklich selten. Von daher, Leute, also sehr selten. Wir machen das ja für euch, dass wir halten sein oder so. Deswegen. Manchmal geht's ja nicht so. Manchmal geht's ja anders. Ich zerstöre manchmal so krass. Was? Nein. Dass wir einfach manchmal machen müssen, komm, die Runde kriegst du, weißt, das ist ein bisschen länger, das Video. Von daher, Leute. Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Liebe trotzdem raus an euch. Für euch, alles für euch, alles für eure Unterhaltung. Mach auch mit, Bro, mach auch mit. Mach auch mit. Ist die Linse irgendwie dreckig? Nee, das ist Spielung von meinem Gesicht. Ach so. Fackeln wir nicht so lange um den heißen Brei herum. Das war nicht gut. Oder Respekt, Alter. Das war gut, Respekt. Gell? Das war gut. Respekt, Junge. Um den der Mann Brei kann herum. Auch Wörter außer Fuß Spucke. Ja, fackeln wir nicht um den heißen Brei. Aber das Wort ist drin. Das Wort ist drin. Welches? Let's go! Usopp, the money's a thing da oh. Also, Bro, bist du bereit? Wo sind meine Haare? Sind sie weg? Hab ich die ganze Zeit? One punch, Mensch. Letztes Mal hast du das Spiel komplett verschwört. Ja, weil du auch komplett übertrieben hast mit den Videos. Okay, weißt du, alle haben geschrieben, Kurat übertrieben. Heute, komm, schau mal. Okay, schauen wir mal. Ready? Ja. Dein erstes. Ja, komm her. Ja, faszinierend. Ich will dich töten. Dich fest. Ich schwöre, ich kenne die Stimme von dem Protagonisten. Mach mal, komm. Ja, faszinierend. Ich will dich töten. Junge, was ist denn? Wird er mit Geld beworfen? Was stellst du dir vor? Was ich stell mir vor, dass ein Junge mit so Geld beworfen wird. So, Bruder, was denkst du? Oder so ein Penner, so obdachlos. Was schaust du für Anime? Bro, was ist das? What? Okay, kenn ich den Anime? Hör mal genau hin. Faszinierend. Ich will dich töten. Bro, ich bringe dich um. Was hat er gesagt? Hat er gesagt? Faszinierend. Und dann, ich will dich. Ich bin so sauer. Ich will wieder so leicht raus. Ich will dich töten. Was? Immer noch kleine Geldmünzen? Immer noch kleine Münzen! Hat er gesagt F? Ja, F. Er hat nicht F gesagt. Wer denn? Ich will dich... Ja, faszinierend! Ich will dich töten! Geh fest! Er hat F gesagt? Ja, er hat F gesagt! Bruder! Das heißt mindestens ab 16. Der gibt einfach F. Er hat F gesagt? Also, was ist es, Bro? Komm! Der Typ klang ohne Spaß wie der Bass von... Von Golden Boy. Von Golden Boy? Bruder, welche Szene von Golden Boy kickt das? Das ist halt das Problem. Also, finale Tipp. Das ist echt einfach, Mann. Wow! Finaler Tipp! Das ist echt einfach! Usopp! Oder. Was ist das? Das Beste, man sieht die Haare wahrscheinlich nicht mehr. Wegen Greenscreen. Oh Gott! Nein, nicht Gott. Ich weiß ja Arm hier, ich will dich effen. Überleg mal, wer will wegen effen? Dieses effen. Aber das hat keinen Sinn, Mann. Komm, 3, 2. Keine Ahnung. Gar kein Tipp. Nein, Mann. Sag Golden Boy. Komm. Ja, dann Golden Boy. Golden Boy? Ja! Faszinierend! Oh mein Gott! Scheiße! Ja, Bro, ich hab Tokyo Ghoul auf Japanisch geschaut! Das hab ich dir letztes Mal schon gesagt! Das kann man nicht denken! Nein! Der sagt, Kusor!
Ketten. Nein, Bro, nein, das klang wie Geld. Das klang wie Geld. Als hättet ihr mit Geld beworfen. Ja, aber dass du Sexspieße so liebst, Junge, wenn du alles mit Geld, mit Ketten. Nächste Runde, ich bin. Oh, ich hasse dich. Woohoo! I'm so excited! I just came high! Ready? Okay, komm, erste Runde. Ready? Ja. Ich bring dich um. Guck, ich hab schon wieder so leicht gemacht! Mach einfach! Sieht so aus. Ich bin ein Schwein am Spieß, das ist nicht in Ordnung! Oh mein Gott! Nein. Leute, wie das reicht! Guck, wie leicht! Ich beschreibe dir sogar, was er sagt! Und F! Er F'd mir! Okay, Team 7. Team 9. Team 8. Sieht so aus. Ich bin ein Schwein am Spieß. Das ist nicht in Ordnung. Okay, reicht. Okay. Die werden umbringen. Okay, jedes Mal, wenn ich mir nicht sicher bin. Du meinst es doch schon. Nein, jedes Mal, wenn ich mir nicht sicher bin, muss ich kurz Motivationsrede halten. Ohio, Sigai, good morning. Wir brechen eine Hand auf Brust. Ich mach's dich nicht als Mensch. Wow. Ich mach's dich nicht als Mensch. Es ist Nanatsu no Taizai, auch genannt Seven Deadly Sins. Ja? Komm, ja? Ja, das falsch mal, das Tokyo Ghoul. Kurze Unterbrechung. Ein kleines Shoutout an unseren Sponsor otaku.de. Euer Hotspot Nummer 1, wenn es um japanische Süßigkeiten, Plüschtiere und Anime-Figuren geht. Schützt euch während der Corona-Zeit mit den coolsten Schutzmasken aus deren Sortiment. Und mit dem Rabattcode EXTRAINARI bekommt ihr 15% auf alles. Werbung Ende. Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Komm! Oh, ich hab mir selber in die Fresse geschlagen gerade. So, stehst du auf dem Kettenmann. Zweite Runde. Leute, ready. Leute, Wing Chun! Ready? Macht ihr Wing Chun? Ja. Ihr werdet nun alle sterben. Death Note! Death! Nein! Was? Nein, du hörst nichts! Was? Nein! Was? Nein, doch, ich hab's gehört. Nein. Was? Was? Death Note? Halt. Nein, das seht nicht! Bro, halt dein Maul! Shit, nochmal! Ein Tipp hast du noch, ein Tipp. Ja. Nein, ich will auch keinen Tipp, ich will nochmal hören. Bro, das ist Lelouch. Code! Motherfucking yes! Scheiße! Yeah! Code Geese! Bruder! Code ist ein Geese. Und wenn ein Code Geese nicht ein Geese wäre, wäre er zwei Geese. Bro, du actest gerade so wie Code Methanolin. Kein Wunder, kein Replacement. Ich schwöre! Code Map! Oh, ich liebe es, weil ich hätte noch gedacht, weil Lelouch so linksähnliches Kira. Meine Haare sind gar nicht da. Wahrscheinlich sieht man jetzt echt so. Bro, Scheiße! Oh, okay, Punkt. Okay. Bist du bereit? Nein, noch nicht. Noch nicht. Was Wichtiges fehlt. Was Wichtiges fehlt. Ohio! Nein. Diesmal. Sudoku! Narinu! Miyono Minahe! Oh, New York! Komm mit rein! Kusika! Hier ist Joysika! Gib High Five zu Tanjiro. Oder? Oder hast du was mit Privataufnahmen von. Das war einfach nur ein Hentai. Das war original okay. Ein Hentai. Warte mal kurz. Nein, das ist falsch. Hälfte des Dings. Okay, gut. Es ist stockdunkel. Was hätte ich denn tun sollen? Mir blieb keine andere Wahl. Wieso treibst du dich auch so spät noch in der Gegend rum? Reicht! Aber sowas von reicht! Nochmal, ich will auch mal hören. Ich hab's 90%. Nein, hau nochmal raus. Du bitte schleichst du hier durchs Haus! Ich hab nur einen Schlüssel. Oh Mann, es ist so leicht! Ran mal einen Halb? Nein, ran mal einen ganz. Ja! Nein! Ja! Ich schwöre, ich hatte auch das Ganz zuerst. Ich so, hä? Aber das ist der Sprecher von Ganz. Clemens Osterbach hat nämlich Ranma gesprochen, so wie Kuron aus Ganz, so wie in Drachen von American Dragon, so wie Josh von Dragon. Hat mir gefallen? Ey, schön. Fertig im Mund. So, genau heute gestern. Mach. Ah! Du musst jetzt genau zuhören, Bro. Komm. Okay, Cowboy. Auch Sounds. Du weißt, einer meiner Lieblingscharaktere ist. Nein. Als ob ich No-Face nicht kenne. Oh! Alias Augengesicht! Das hätte ich nicht gedacht. Verrückter Psycho-Junge. Ich schwöre, werdet doch eingewiesen. Ey, ich hab eine Theorie für euch alle. Ich hoffe, wir schreiben mal so, yo, Kuro, Kyo, ihr seid beide so voll krank im Kopf. Was ist, wenn wir weit in der Dings sind? In der Klapse sind? Ja. Und so tun, als wäre das eine Quarantäne. Wisst ihr? Und dann immer so raus. Du haust zu viel raus, Mann. Erst das, dass die Videos fake sind und jetzt, dass wir in der Dings sind. Leute, ist genug. Boba Senpai ist in Wahrheit unser Dings, unser. Leiter. Der Leiter der ganzen. Das ist lustig. Kommen Sie bitte jetzt alle hier rein. Okay, komm. Mama, was haben wir jetzt? Ich führe. Du führst. Ich führe. Lieber ein Pünktchen als ein Rünkchen. Oder ein Schlünkchen.
Alright. Kann man richtig? Ja, ja. Minimal. Ja, was denkst denn du? Ich bin doch immer voller Energie. Ich hab's. Okay, was ist da rausgekommen? Oh, das war ein Dämon, ich schwöre. Ich hab da was rausgekommen. Dann wärst du normaler gewesen. Bruder, ein normaler Mensch auf einmal? Ich hab gerade was beschworen, Mann. Ich schwör auf mein Leben. Ryuk. Ey, was geklappt? aus der Hölle. Er kommt aus der Hölle raus. Weißt du, was da aus der Hölle direkt raus ist? Aber einmal noch. Ich hab keine Ahnung. Ja, was denkst denn du? Ich bin doch immer voller Energie. Oh, Mann. Oh, der ist so bekannt. Ich bin so dumm. Okay, einmal noch. Ich hab keine Ahnung. Du hast einen Fleck auf dem T-Shirt. What the fuck? Er hat einen Fleck drauf. Nein, immer keinen grünen Kopf, der dann gegrüßt wird. Ready? Ja. Ja, was denkst denn du? Ich bin doch immer voller Energie. Oh Mann, ich muss Dragon Ball sagen. Ich hab keine Ahnung, ist falsch. Dragon Ball. Ja, okay. Was ist das? Es ist unsere buschige Augenbraue. Warte kurz. Oh Gott, ich bin komplett lost gerade. Buschige Augenbraue. Fuck, Junge! Buschige Augenbraue! Sensei, Mr. Guy Sensei! Oh! Shit! Zieh dir das auf! Aber der ist besser aus als ich. Das auf! Jetzt kann ich endlich. Okay. Okay, ready? Ja. Bastard. Wir wollen dein Gesicht sehen. Wenn ich diesen Anime auf Japanisch geguckt habe, bringe ich dich um. Das ist bestimmt neuerer, auf Japanisch habe ich den bestimmt gesehen. Bro, ich kenne das nicht. Okay, Bro, ich schwöre dir ehrlich. Wenn du das verkackst, dann bist du den Kanal löschen. Dann müsst du ihn löschen. Dann müsst du wirklich, das ist das Einfachste. Das war aber Deutsch. Leute, ich schaue auf Japanisch. Bro. Er seit neuestem übrigens auch. Okay. Wow, Japanisch ist schon ganz geil. Bro, ich bin gezwungen, den Kanal zu löschen. Ich schwöre auf alle. Nochmal. Wenn du das erkennst, spiel ab. Es ist vorbei. Spiel ab. Ich lösche selber. Spiel ab. Was ist dein Tipp? Was ist dein Tipp? Nein, ist ja gar nichts. Denk mal. Leid klingt, das geht ähnlich wie Leid. Also, ein Tipp. Sag mir einen Tipp. Nein, gib mir einen Tipp. Bro, wenn ich den Japanisch geguckt habe. Okay, der Tipp ist, der Kanal wird gelöscht. Der Kanal ist weg. Denk mir das nach, Bro. Ich gucke Anime auf Japanisch. Okay, also was jetzt? Auf Japanisch. Komm, ein Tipp jetzt, schnell. Das ist Deutsch gewesen. Jungs, gib mir einen Tipp. Schnell. Death Note. Oh, die letzte Folge. Vorletzte Folge. Lieblingsanime! Ja, okay. Wobei ich das sogar auf Deutsch geguckt habe. Wahrscheinlich. Leute, warte, ich muss mich entschuldigen. Darf ich mich entschuldigen? Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid. Halt deinen! Was? Ich war zum Werfen. Es tut mir leid. Oh Gott. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Leid, Jagami! Bro, ich muss dich spannend machen. Okay. Das ist der beste Ausgang. Schnell! Verstecken Sie sich da drin! Wo denn? Wo soll ich? Oh! Hey, Scheiße, komm! Dragon Ball, safe. Alter, keine andere benutzt diesen Sound als Dragon Ball. Alter, ja! Berühr. Yeah! Aber Ace tut in Ruhe. Da hab ich einen Check bekommen von Hitachi Miyamati. Akira Toriyama? Leute, es ist so schön. Es ist so schön. Das heißt, du kannst nur noch unentschieden machen. Ready? Go. Here we go. Mary, du wirst doch bald bezahlen, oder? Mary. Das waren sogar 10 Sekunden! Elfenlied. Wirklich? Ja. Eine Bastard! Mary, du wirst bezahlen, oder? Nein! Wieso bin ich so? Warum mache ich immer so schnell, Mann? Ich wollte immer. Frag deine Freundin! Rasieren, Alter! Ich wollte rasieren! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Ich habe den Anime auf Japanisch geschaut. Halt, wirklich? Das heißt. Wenn du jetzt gewinnst, hast du gewonnen. Dann hab ich gewonnen. Dann musst du mit dem Kostüm. Okay. Und das habe ich jetzt umgefickt alles. Scheiße! Let's go. Augenblick mal! Was soll denn das alles? Bruder, das klingt wie Amateurhafteste. Ist es wirklich. Hast du selber. Mata, Shin, Nanda, Nanda, Kokana! Nochmal. Schäm dich, wenn du es nicht weißt. Nochmal. Die Musik nur! Augenblick mal! Was soll denn das alles? Bruder, was ist wirklich schlecht? Oh, also wirklich, sorry, den Voice Actor, wer es auch mal war, aber also, das klingt ja wie ich auf dem Klo. Ein letztes Mal. Bro, okay, ein Tipp. Nein, du hast mir auch keinen Tipp gegeben, ich will keinen Tipp. Doch, du kriegst einen. Nein, doch, ich will keinen. Das ist wirklich. La. Hau den Tipp jetzt raus. Das ist, ganz ehrlich, das ist einer von deinen aktuellen Lieblingsanime. Aktuellen Lieblingsanime von mir.
Angst. What? Okay, okay, hau nochmal raus. Ich check's nicht. Augenblick mal! Was soll denn das alles? Ich hab einen Tipp. Halt ein. Aber er klingt ganz anders. Also in der Szene klingt er komplett anders als sonst. Was? Was? Das ist nicht Gin Tokyo, oder? Nein! Bruder, der klingt ganz anders normal. Nicht den Darm, nicht den Darm, nicht den Darm. Nicht den UFC! Nicht den Reizdarm. Den erholt. Auf zur Bestrafung. Boah, hier ist warm hier, Sauna. Oh, auf zur Bestrafung. Ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt so geschämt habe. Ich finde, heute ist es besonders schlimm. Liegt vielleicht daran, dass hier die Leute schon gucken? Ey, ich zieh durch. Ich mach kurz und schmerzlos. Ich kann nicht. Was geht? Chica! Kann ich deine Nummer haben? Komm schon, Bro, gib mir deine Nummer! Scheiße, was? Guck mal, was ich mache extra Strafe. Mit extra Inari-Strafe. Hi. Aber nicht schlecht. Danke. Bruder Britte, bring mich doch einfach nur um. Oh Gott, da kommen Leute. Oh mein Gott, ich mach egal, scheiße, ich zieh durch. Nein, die kommen nicht, die laufen weg von mir. Aber zu Recht. Bruder, was soll ich machen? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, ich bring dich um, Alter. Immer kriege ich diese Außenstrafen. Yuki! Oh Gott. Hallo? Ich wollte mal fragen, ich finde sie gerade so offen zufällig gesehen, oh so, und wollte mal fragen, ob ich vielleicht ihre so Nummer haben kann. Was? So ein kurzes Date vielleicht. Mal Zeit für ein Date. So eine so Nummer. Wie alt sind Sie denn, junger Mann? Erzähl sie mal. Nein. Ja, wie alt sind Sie denn? Ich stehe so ein bisschen auf Ältere. Ich bin nicht älter. Ich bin ganz jung. Achso, ja. Ich brauche aber diesen Daddy-Typ. Wissen Sie? Soll ich mich sterben? Oh Gott, Bro, ich bringe dich um. Oh, renn. Oh Gott. Danke. Ich hab meine Wette gewonnen. Leute, das war schrecklich. Weißt du, warum er mitgemacht hat? Weißt du, warum er mitgemacht hat? Er ist ja unser Nachbar. Er ist von da. Er sieht alles von uns. Er kannte dich wahrscheinlich, deswegen, ich schwöre. Er ist richtig auf eingegangen. Du warst voll über. Ja. Du warst komplett überfordert. Du warst komplett überfordert, Junge. Das hat man so gemerkt. Oh mein Gott. Komm drauf. Tschüss, Junge! Ey, es war knapp, Mann. Das war richtig knapp. Ich hab fast die Nummer bekommen. Alter, es war so okay. Habt ihr den Typ mit dem Fahrrad gesehen? Habt ihr den Zirkusclown gesehen? Habt ihr den einbeinigen Banditen? Habt ihr Kyo gesehen? Nein, ich hab nur Mates. Ach, was labern wir? Krass, Mann, krass. Ich find's immer noch voll interessant, dass ein paar Leute von euch denken, dass wir diese Outros am Ende wirklich nach den Strafen drehen. Krank, ja, oder? Krank, ja. Warte, wir drehen die immer bevor. Natürlich! Wir haben gerade das Intro gedreht. Wir haben gerade das. Genau. Und die Strafe ist Greenscreen. Wir sitzen eigentlich nur auf dem Sofa. Wir haben nicht mal angefangen zu drehen. Das ist nicht gedreht. Das ist einfach gerade alles davor. Ich bin gar nicht da, ich bin digital. Pass auf, ich zeig euch mal. Scheiße, Mann, warum ist er nicht digital? Leute, vergesst nicht, otaku.de abzuchecken für den coolsten Anime-Stuff. Allerbesten Shit besten, überhaupt. Leckersten Stuff. Von den besten und plüschhaftesten Plüschtieren bis hin zu Süßigkeiten des leckersten, geschmacksverstärkendsten Illuminati. Warum auch immer Illuminati? Ich würde Emulgator sagen. Leute, nein, Spaß, Mann. Otaku Figuren sind vor allem. Sind die ganzen Figuren, ja, alle von denen. Und die sind wirklich aus Japan. Kunst. Importiert, exportiert. Die sind hergeschwommen. Genau wie er. Importiert aus Japan. Aber importiert aus. Aber ich versuche wieder zu exportieren, aber Probleme. Exportiert geht nicht. Geht nicht mehr. Exportation vollgeschlagen. In dem Sinne, Leute. Haltet Abstand von den Waifu-Hosts. Bis zum nächsten Mal mit den Anime Bros! Ja! Oh, immer Maschine, Bruder, wir sind alte Männer. Wie alt sind wir nochmal? Ich weiß auch nicht mehr. Guck mal, so alt sind wir. Ich brauche Gürtel zu zählen, nachdem ich mein Check mein Insta. Ich brauche ein paar Follower. Check dein Insta. Ja. Ciao.